what you gonna do, cuz? Guess we're rolling in with them baby blue chucks. Let's get me a Moin Jungs, da bin ich wieder. Also meine Stimme ist noch ein bisschen kratzig von dem Erkältungsmarathon und deswegen kam es auch so wenig von meiner Seite aus. Aber jetzt habe ich einen richtig geilen neuen Glitch für euch und zwar einen Teleport-Glitch. Und wer kennt es nicht, ihr kommt aus irgendeinem Job raus, seid am Arsch der Welt und wie ihr oben jetzt gerade gesehen habt, ist irgendwo gerade auf der Karte irgendein Event, wo ihr unbedingt teilnehmen wollt. Und wenn ihr jetzt mal die Karte öffnet, seid ihr wirklich am Arsch der Welt. Und das Event startet hier oben und dachte mir, Junge, Junge, wie will ich denn da so schnell hinkommen? Und da habe ich jetzt eine Abhilfe für euch, oder, also es bietet sich halt gerade an wegen dem Free-Mode-Event. Und zwar folgendes, ihr müsst die Karte mal öffnen und dann schaut ihr mal, wo das Event ist oder da, wo ihr halt unbedingt hin wollt. Kann natürlich auch alles andere sein. Hier ist das Event und dann gucken wir mal, hier, das ist der nächste Job, Überlebungskampf, das bietet sich an, das findet man immer relativ schnell, genauso wie hier die Versus-Mission, Deathmatch oder Random, seid ihr länger am Suchen und von dem her würde ich das euch empfehlen, wenn eine Versus-Mission oder ein Überlebungskampf in der Nähe ist, dass ihr das nimmt. So, der Überlebungskampf heißt Überleben im Sand, dann müsst ihr einfach euer Handy öffnen, schnellen Job, ich nehme da zufällig einen Job beitreten, alleine, jupp. Dann geht ihr auf Start, Online, Jobs, Jobs spielen von Rockstar, Überlebenskämpfe, Überlebung im Sand, dann tut ihr den Job bestätigen, danach geht ihr auf Online und scrollt einfach hier so rum. Warum man das machen muss, dass ihr in der Sitzung bleibt, dass ihr nicht die Sitzung wechselt, weil wenn ihr das nicht macht, dann wechselt ihr die Sitzung und es, ja, dann habt ihr das eigentlich, habt ihr eigentlich nichts gewonnen. Und wenn ihr das seht, unter Options, Patch 1.29, ganz unten. Und dann macht ihr das so lange, dass ihr halt in der Sitzung bleibt. Und schon geht der Job los. Was eigentlich immer ganz praktisch ist, wenn ihr gerade in so einem Job seid, dann könnt ihr eigentlich, wenn ihr davor viel geballert habt, was eigentlich im Moment gerade los ist, einfach mal Munition kaufen, schwere Rüstung kaufen und dann macht ihr einfach erstmal nichts, dann geht sie auf Kreis, beenden, Job wirklich verlassen, jo. Und zack, ihr seid da, wo ihr ihr seid jetzt da, wo ihr sein wollt. Dann könnt ihr auch gleich mal hier euren Kuruma bestellen und bewegliches Ziel starten. Schade. Du wurdest aus dem Event, weil im Passivmodus an. Ach, leck mich. So, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall der Glitch, wie ihr eigentlich überall in wenigen Sekunden hinkommen könnt. Ihr könnt auch zu irgendwelchen Pegasus-Fahrzeugen euch spawnen lassen oder zur Militärbasis, ist ja auch so ein beliebtes Ziel für die GTA-Leute. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also ciao Jungs, haut's rein, viel Spaß, macht's gut.